Leute, herzlich willkommen. Ja, Nasus Top Lane. Ich werde dort auf Renekton treffen, meinem Bruder, der mich ja so laut Story immer jagt. So, wir haben Nocturne im Jungle. Gegner haben Vi im Jungle, ansonsten Annie bei den Gegnern in der Mitte, bei uns Ahri. Botlane bei uns, Taric und Jinx und bei den Gegnern Leona und S. Ja, Gegner haben ziemlich viel CC. Müssen wir mal gucken. Ich versuche hier einfach mal in diesem Spiel meinen Q-Spell möglichst großartig zu farmen, um im Late Game ja möglichst viel ausrichten zu können. Und versuche ja die anderen Lanes vielleicht ein bisschen zu ignorieren. Hab zwar einen Teleport dabei, aber den, ja. Ich möchte natürlich mein Team auch unterstützen, aber bei Nasus finde ich es eigentlich immer wichtiger, sich gerade am Anfang und auch im Midgame auf seine eigene Lane und seinen Q zu konzentrieren. Ja, den skill ich auch zuerst. Okay, Nocturne fängt bei Red an. Ich hätte vielleicht einen Blue deffen sollen, ein bisschen zu spät jetzt. Könnte sein, ja, ich glaube, sie haben ihn sogar gestealt, die Schweine. Okay. Er hat seinen Q-Spell zuerst geskillt. Hoppala. Ja, sie haben Blue geklaut. Tut mir leid. Fuck you. Entschuldigung. Er macht schon gut Damage, spielt sehr offensiv. Wie man sieht. So. Level einmal mein W-Spell. Gott. Ihr seht, er kann mich relativ gut von hier runter poken. Ich habe aber auch jede Menge Lifesteal. Dank meines Passivs habe ich ohne englische Lifesteal-Item 20%. Dadurch ja, bekomme ich später mit einem Q-Spell sehr viel, sehr, sehr viel, wie nennt man es, Leben. So. Renek pusht hier schön, kann er ruhig machen. Hoppala. Ich wollte eigentlich, ja, der sollte eigentlich auf den Creep gehen. Ich möchte ihm noch nicht Schaden zufügen. Es ist natürlich wichtiger, seinen Q-Spell im Early auf die Creeps zu machen, um eben im Late Game mehr Schaden anzurichten. Schön. Okay, lass ihn. Bisschen runtergepokt, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe jetzt ja fast keinen Mana mehr. Aber das macht eigentlich nichts. Brauche eigentlich auch nur für meine Q-Mana. Na ja. Oh ja. Ich hätte es mir denken können. Oh, komm schon. Aha, triss mich nicht.
Da wollte ja er mich natürlich stunnen. Ja, ich sag dem Midlaner, das war eben Topfer, weil in vielen Fällen kommt der Jungler eben danach wieder irgendwie Richtung Mitte. Oh, er ist schon Level 6. So, und ich bin auch Level 6. Okay, mach noch zu wenig Damage. Mit meinem Q-Spell. Guck mal kurz, Renekton. Was der hier für. Okay, der hat sich das gleiche Item wie ich gekauft. Pusht ein bisschen arg, versucht so eben, ja, mir, versucht eben, dass ich eben weniger farmen kann. Macht er auch ziemlich gut. Okay, wir gehen mal schnell zurück. Wobei, ja, ihr seht, Renekton. Der Sack kann ziemlich stark pushen, kann sich sehr hoch healen. Kann eine Lane, ja, sehr gut clearen. Oh, fuck that. Ja, ich habe noch meinen Teleport ready. Muss ich auch direkt für die Toplane hier benutzen. Ich kaufe mir auf jeden Fall hier mal Rüstung. Und noch mehr Rüstung. Zusätzlich noch ein Live-Pod. Teleportiere mich hier wieder auf die Toplane. Boah, helf lieber hier der Ahri. Schön. Die ist down. Ja, ich habe jetzt dummerweise keinen Ward mitnehmen können. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen und einfach hochlaufen oder so. Dann hätte ich mir den Teleport sparen können. Aber ich habe nicht gesehen, dass Rennick weggegangen ist. So, 90 Stacks mittlerweile auf dem Q. Macht schon gut Schaden. Bin ja jetzt mal gespannt, was er sich kauft. Okay, er geht offensiv. Ihr seht, ich mache trotzdem ziemlich viel Schaden auf ihn. Dank meines Q-Spells. Ich werde ihn ja ein bisschen pushen lassen. Da ich eben keine Wards habe. Okay, Vi ist gerade auf der Botlane. Kann ich mir das. Kann ich mir das zu defensive bisschen sparen? Lass mich in Ruhe.
Ja, er hat natürlich gute Stunts. Wardet. Beziehungsweise den tollen Stun, mit dem er auch ziemlich viel Schaden macht. Aber ich habe auch ziemlich viel Rüstung. Okay, ich glaube, ich bekomme hier einen Gank auf der Top-Lane. Ja, sieht so aus, dass wir noch herkommen würden. Er hat noch keine Ulti. Wardet. Oh shit. Natürlich habe ich jetzt keinen Mana für eine Ulti. Aber für einen Q reicht's. Good job. Ja, dann können wir hier noch ein bisschen in Ruhe hier free farmen. Bevor wir hier kurz zurückgehen und hier schon mal Frozen Heart kaufen. Um schön viel Rüstung zu bekommen. Und das Attack Speed der Gegner in der Nähe zu verlangsamen. Zusätzlich habe ich mir jetzt zwei Wards gleich gekauft, damit ich ja sicherer auf der Lane bin. So, Renekton ist tot, hat immer noch ein bisschen mehr Creeps wie ich, hat aber dafür, ja, dafür habe ich eben einen Kill. Auf dem Weg zur Toplane mache ich hier mal den kleinen Creep davon. Ah, okay, Ahri will den Blue. Dann helfe ich ihr noch kurz. Wäre schön, wenn sie ein bisschen herkommen würde, weil ich, ja, ich eigentlich auf die Top-Lane wieder muss. Okay. So kann man das Team auch ein bisschen unterstützen. Ja, durch mein Item, was ich eben bekommen habe oder mir eben gekauft habe, habe ich natürlich auch ein bisschen Cooldown Reduction und Mana, wodurch ich meinen Q-Spell schneller und länger hoch leveln kann, beziehungsweise hochspielen kann, bevor ich eben zurück auf die Base muss, weil ich eben entweder kein Mana habe oder ja. Und wie gesagt, mehr Cooldown Reduction. Also auch eben, ich kann ihn eben öfter benutzen. So, er macht ja noch gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Der Renekton. Während mein Schaden natürlich hier immer mehr steigt. So, mittlerweile über 200. Kann ich auch Renekton mal hin und wieder was davon abgeben, von dem Damage. Wir haben hier in Ruhe unseren Q-Spell weiter hoch. Ich finde, mittlerweile kann Renekton eigentlich mir nicht mehr viel ausmachen, zumindest momentan, mich nicht mehr großartig vom Farmen des Q-Spells abhalten.
Er bekommt zwar immer mehr, oder ich denke mal, er wird immer mehr auf AD gehen, um eben ja mit meiner Rüstung hier ja noch klar zu kommen. Ja, er kauft sich tatsächlich AD. Was ja für mich gar nicht so schlecht ist eigentlich. Okay. Da ist sein Ult raus und sein Ignite. Muss aufpassen, dass ich nicht sterbe. Meine Ulti habe ich noch. Super. Ich kann kurz weggehen. War ein bisschen gewastet von ihm. Okay, er dive nicht. Glück gehabt. So. Kaufen uns. Ach, kaufen uns einfach noch ein Ward. Gehen schnell wieder auf die Top-Lane. Ja, mit S kann man ja automatische Angriffe deaktivieren. Und dadurch, ja, kann man eben auch ein bisschen warten. Man hat ziemlich viel Rüstung, kann so locker mal einen Creep eine Weile tanken. Und ja, man wartet lieber ein bisschen und macht den Last Hit dann eben mit dem Q-Spell, um diesen ja möglichst, also möglichst viele Last Hits eben mit diesem Spell zu bekommen. Weil nur wenn man eben auch mit dem Q-Spell den Last Hit macht, wird dieser hochgestackt. Plus 3 pro Last Hit. Hatte ich glaube ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Wodurch man eigentlich ja ziemlich stark sich auf Tank-Items konzentrieren kann. Wow, okay. Jetzt muss ich weg. Bevor ich hier noch sterbe. Okay, ich bin tot. Wobei. Na, fuck, ich bin down. War ich gerade ein bisschen zu übermütig. Ich habe gerade gemerkt, ich habe keine Boots. Das ist natürlich ganz doof. P. Meine Schuld gewesen. War natürlich ja zu übermütig. Schön Leona supporten hier. Komm, lasst's. Wer hat den Drachen eigentlich genommen? Ich glaube, die Gegner, oder? Wenn ich gar nichts von mitbekomme. Ne, wir. Schreib mal kurz 21. Ach. Drake sollte das heißen. So, gucken wir mal kurz Farm. Okay, Rennington hat immer noch mehr Farm, aber ihr habt gesehen, er braucht auf jeden Fall Hilfe, um mich zu töten. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Der Gank war echt fies, weil ich hier instant die Ulti abbekommen habe und hatte auch gedacht, Ahri ist ein bisschen schneller da. Fand ich jetzt doof. Aber naja. Mein Q wird wachsen. Und ja, umso mehr Vi ihre Ulti hier auf der Top-Lane macht. Umso besser eigentlich für mich. Da hat er keine Ulti mehr und ist ziemlich geslowed. Tja, jetzt habe ich meine und seine ist gleich wieder weg. Puh, das war knapp. Hat er mich noch gestunt. Also, und ihr seht, ich bekomme mit dem Q-Spell momentan über 100 Leben wieder. Das ist ziemlich viel.
Das liegt an meinem, ja, wie gesagt, Passiv, und zusätzlich spiele ich Nasus mit Lifesteal Masteries. Beziehungsweise, nicht Lifesteal Masteries, Lifesteal Runen. Dadurch bekommt man von Level 1 an schon 20% Lifesteal, was ja ziemlich OP eigentlich ist. Man kann, wenn man passiv spielt, sehr gut auf der Lane überleben. Ups. Drache ist ab. Wäre schön, wenn mein Team ihn macht. Ja, den Q-Spell kann man natürlich auch auf Tower machen. Wir damagen den gegnerischen Tower mal. Oh. Okay, wollen nicht zu übermütig werden und warden natürlich hier mal die, ja, den Tribusch. Er macht auch Schaden, aber ich mache mehr. Und es wird immer mehr. Ich finde Nasus toll. Ziemlich mächtiger Champion. Wie gesagt, ist sehr tanky, beziehungsweise kann sehr tanky gespielt werden und macht dennoch sehr viel Schaden, ähnlich wie Warwick. Oh je. Da traue ich mich jetzt gerade nicht hin zu teleportieren. Okay, aber unser Drache, oder? Nee, nee, Drache, ja, wurde jetzt von denen gemacht. So, Toplane fehlt hier immer noch. Okay, da ist er. Er spielt jetzt mittlerweile passiv. Renekton ist sehr stark im Early. Nasus ist ja sehr mächtig im Late Game. Und Renekton hat die Zeit eigentlich ja verpasst. Der Zug ist quasi abgelaufen für ihn. Ja, ich bekomme Gank, sage ich nicht nein. Okay, go, 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 komm schon. Schön. Nice, aber ich glaube, ich sterbe auch. Nein, ich sterbe nicht, lass mir in Q. Schön. Good job. Da kann auch S seine Ulti an, welche natürlich ja schön viel. Schön dem Renekton geholfen hat. So, ich kaufe mir Trinity immer mit Nasus. Zusätzlich kaufe ich mir jetzt noch ein bisschen Rüstung, um mir dann ja eben Rüstungsboots kaufen zu können. Ich kaufe mir jetzt mal fieserweise einen pinken Ward. Ah, was tust du? Das finde ich nicht gut, bitte nicht. Weil dann kann ich nicht mehr so gut farmen. Und er macht's. Scheiße. Gar nicht so toll für mich. Weil meine Lane jetzt schön gepusht ist und ich nicht mehr an Q-Stacks gescheit rankomme. Dann mache ich hier in der Zeit mal die Wölfe. 1100, habt ihr es gesehen? Das tut weh. Schade. Toplane ist, glaube ich, gar nicht gewordet.
Hahaha, ist das geil. Ihr seht, er kann mir eigentlich nicht viel anhaben. Ah, fuck. Kuh verkackt. Dummerweise kackt mein Team natürlich jetzt gut ab. Okay, ich push mal hier. Wobei. Ah, die fehlen alle. Naja, die Wave mache ich noch schnell. So, und dann gehen wir mal zurück. Fast 500 Stacks auf dem Q. Go, 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 incoming. Schön. Habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Oh nein, meine Toplane. Du Schwein, geh da weg. Hier, ihr seht, ich kann mit einem Q schon einen Creep eigentlich komplett killen. Oh, nein, was macht denn ihr? Warum? Pushen wir noch ganz kurz. So, ja, immer noch nicht über 100. Push mal noch ein bisschen. Oh, Top Flash raus. Schön. Ich wollte ihn eh eigentlich gerade laufen lassen. Aber auch okay. Finde ich lustig, dass ich so wenig gegankt wurde bisher. Langsam wird es aber gefährlich. Deshalb gehe ich jetzt auch lieber zurück. Ja, ich kaufe mir schon mal diese Armor Boots. Und dieses Item später, wodurch ich ja nochmal ein bisschen 20% Cooldown Reduction bekomme. Oh nein. Hört darauf, ohne mich zu kämpfen. Ja, okay, ist schwierig, wenn ich die ganze Zeit auf der Toplane bin. Nein, 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 nein. Ja, ich habe ihn noch slowen können. Und er in vielen? Super. Der geht down. Jupp, Nasus overfarmed. Ja, das kommt davon, wenn man hier die Toplane ignoriert. Beziehungsweise den Nasus. Ich hätte gerne Blue.
Schade, ist nicht ab. Okay, Drache ist auch nicht ab. Ich gehe mal zurück. Ja, ihr seht, die Gegner haben Schiss. 500 Stacks auf Nasus macht höllischen Damage. Und ich bin ja ziemlich tanky. Balliken Ward. Okay, der ist eh gleich weg. Wir sollten jetzt Top- oder Botlane eigentlich pushen. Weil wir die Mitte gerade auch nicht durchgewascht haben. Oh, die machen doch tatsächlich hier Nächer. Yes! Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, mein Q macht jede Menge Damage. Vergleichbar mit einem Smite. Und darum konnte ich den Nashor auch, ja, mit Glück natürlich, dass der gegnerische Jungler hier seinen Smite gefailt hat. Gut machen. Oh, okay, mein Team macht hier schon zu Ende, oder wie? Auch okay. Komm, das machen wir zu Ende. Was wollen sie dagegen tun? Nichts können sie tun. Yes! Hoffe, hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen gesehen, wie man Nasus spielt. Auch gegen Rennex, sehr schöner Champion. Und ja, bis zum nächsten Mal.